wenn Zweifel dazugehören, menschlich zu sein. Du musst dich immer erinnern, du kämpfst nicht allein. Auf der ganzen Welt sind Genossinnen wie du voller Hoffnung, Mut, Entschlossenheit und Wut. Opfern Blut, ihre Zeit, Tränen und Schweiß in dem Kampf, der zum Ziel hat, dass jeder begreift. Das System macht stets ein paar wenige reich, wohingegen es der Mehrheit zum Leben nicht reicht. Milliarden erfahren am eigenen Leib, was der Fernseher nicht zeigt. Die Zeitung verschweigt, dieses Leben ist nur selten lebenswert. Und alles, was wir haben, verdanken wir der Gegenwehr gegen ein krankes System, wo die ganzen Probleme dank der Macht der Konzerne und Banken entstehen. Auch wenn du glaubst, dass es gegen ihre Kohle nicht geht, unsere stärkste Waffe ist die Solidarität. Es ist der gleiche Kampf in Köln, Kalk und Cochabamba, Kolumbien, Uganda, Kasachstan, Ruanda, Madagaskar, Peru, Alaska, Palästina, Baskenland, Kurdistan, Afghanistan und China. Ob Betriebe besetzen im Herzen der Bestie oder Widerstandsnester verstärkter vernetzen. Wer braucht schon Grenzen? Wir scheißen aufs Land. Wer Freiheit verlangt, vereint sich im Kampf. Ist der Geist erst entflammt, wird der Körper bewegt. Gemeinsamer Struggle lässt Wörter entstehen, bis jeder Unterdrückte die gemeinsame Sprache spricht. Jeder Mensch versteht, wofür es Barrikaden gibt, warum uns euer Staat verdrischt. Und dass man statt der Worte besser eure Taten misserwarnt, ist nur ein Symbol, was ihr auch schnallt, was es heißt, wenn Millionen ihre Faust ballen.